herzlich willkommen bei Jugendtag Berlin 2022. Wir sind schon das zweite Mal hier im Tüchtig und für Leute zu Hause, wir haben relativ viele Zuschauer. Es tut uns natürlich super leid, dass ihr zu Hause nicht hier sein könnt. Aber dafür haben wir hier ein noch so, also umso tolleres Publikum. Ich kann es ja mal kurz beschreiben. Man sieht ganz viele gelötete Ohrringe. Ist immer rote, blaue und sogar, ich glaube, hinten auch eine grüne Kette. Genau, wir freuen uns total, dass wir so viele Jugendliche dieses Wochenende hier begrüßen durften. Genau, das ist Jugendtag in Berlin im 10. Jahr. 2013 haben wir angefangen. Wir führen euch durch diesen Nachmittag, durch die nächsten 90 Minuten höchstens. Das ist Liv. Hallo. Hi. Genau, ich bin Liv. Ich habe das Wochenende hier ein bisschen mitmoderiert und genau, war auch noch bis letztes Jahr Teilnehmerin. Das ist Philipp. Hallo, Philipp, genau, das bin ich. Ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation in Berlin. Gemeinsam mit Mediale Pfade machen wir ja Jugendhackt seit all der Zeit und freuen uns sehr auf diese Präsentation heute. Wir fangen mal damit an, dass wir Dankeschön sagen hier in dem Stream. Genau, das sind alles die das sind alles die MentorInnen und ehrenamtliche Helfer, die uns geholfen haben, dieses Wochenende umzusetzen. Soll ich sie alle einmal vorlesen? Nee, nein, oder? Okay. Nein. Okay, ich höre ein Ja. ihr könnt euch selber vorlesen vielleicht. Genau, die MentorInnen machen das alles ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Genau, und machen es einfach, weil sie davon überzeugt sind, dass Jugendhackt ein wunderbarer Ort ist, wo man die nächste Generation an programmierbegeisterten Menschen kennenlernen kann und mit ihnen zusammen entwickeln kann. Und genau, wir sind total dankbar, dass sie einfach so viel von ihrer Freizeit dafür aufopfern. Auch wenn es, kann ich auch, glaube ich, aus Erfahrung sagen, ich glaube, meine MentorInnen waren auch immer danach relativ geschafft. genau, also wir haben das Verständnis dafür, wenn ihr danach ein bisschen schlafen müsst. Aber wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr eure Zeit hierfür aufwendet. Dann möchten wir auch noch Danke sagen für die Unterstützung bei unseren PartnerInnen, die uns finanziell unterstützt haben, dass wir dieses Jahr dieses Event durchführen können. Das ist einmal die Adesso Insurance Solution, die MTEC, die DATEV Stiftung Zukunft und die Robert-Rothe Stiftung. Darüber hinaus bedanken wir uns auch sehr herzlich beim Tüchtig, das ist die Location, bei der wir hier in Berlin-Wedding sind. Und natürlich auch sehr herzlich beim Hack & Makespace Xhain aus Friedrichshain, der uns hier mit dem ganzen Equipment in unserem Makespace unsere ganze Technik zur Verfügung gestellt hat, von denen wir einiges hier auch sehen werden in der Präsentation. Genau, und generell wer uns natürlich auch immer noch unterstützt, ist das VOG, also die Leute, die gerade hier filmen und streamen, auch an euch herzlichen Dank. Wenn ihr immer hinter der Kamera steht, sieht man euch natürlich nicht, aber großen Dank an euch, ohne euch würde das auch alles nicht gehen. Ich muss doch hier noch überleiten mit dem Alpaka. Ah, oh, also, vielleicht habt ihr euch alle schon mal gewundert, was überhaupt dieses Tierchen hier sein soll. Vielleicht erkennt man das hier. Es hat hier hinten, das kann man leider nicht sehen, aber hier hinten steht drauf Super Alpaka. Also man kann schon mal wissen, dass es ein Alpaka ist. Und es taucht überall auf. Das ist ein bisschen sowas wie das Maskottchen oder das Wahrzeichen von Jugendhackt. Und die nächste Gruppe hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Die war in dem Themenraum digitale Kunst und Kultur und der wurde dann relativ schnell zu einem Alpaka-Themenraum und es wurden nur Sachen zu Alpakas gebrainstormt. Wir hatten Alpakas-Sticker, 3D-gedruckte Alpakas, alles natürlich auch Kunst. Und die Gruppe hat sich dann am Ende für ein Alpaka-Tamagotchi entschieden und wir sind sehr gespannt, was sie damit gemacht haben. Bühne frei! Ja. Okay. Ja, super, jetzt kann man es auch sehen. Ja, wie gesagt, unser Thema war das Alpaka-Tamagotchi, kurz auch Alpagotchi. Und an diesem Projekt haben Judith, Julian, Merlin, Noah und ich, Morgan, gearbeitet. Und Sascha. Näheres dazu erzählen wir jetzt. Ja, ich war zuständig für das Design dieser wunderbaren Hülle hier,
für unser Tamagotchi. Ah ja, da sieht man es nochmal. Ich habe das Programm Fusion 360 dafür benutzt. Und ja, es war auch nicht ganz so einfach. Also man sieht, es gab sehr viele Fehldrucke oder Fehlversuche, weil man dann halt immer wieder eine Stunde warten musste, bis der Drucker das wieder dann ausgedruckt hat. Und dann hat man erst gemerkt, dass es eigentlich komplett falsch war. Ja. Als nächstes kommen wir mal so ein bisschen zur Technik, denn wir haben dort auch Sachen nicht nur bildlich gezeigt, sondern die können auch bewegen. Man kann damit interagieren. Wie man hier schön sehen kann, dort ist unser kleines Alpaka und das kann sich auch bewegen. Und das hat man dann so gemacht, dass man ein 128x128 Pixel Bildschirm hatte und dann kann man beim XY das immer verwenden und dann konnten wir das auch bewegen und ich glaube, hier hat das ganze Team mitbekommen, wie glücklich wir waren, als das kleine Alpaka entstanden ist und sich bewegen konnte. Aber genauer, wie man die Grafik so macht, erzählt euch gleich Merlin. Genau, also ich habe mich größtenteils mit der Grafik beschäftigt und dabei haben wir dann meistens immer Rechtecke gemacht auf den Bildschirm mit anhand von Koordinaten und Größen des Rechtecks und natürlich der Farbe. Und das Problem dabei war dann natürlich, dass wenn man komplexere Symbole hat, die irgendwie viele Kanten haben, dass man dann richtig viele Rechtecke machen musste. Und das war sehr, sehr schwierig. Aber es hat am Ende auch sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Symbole reinzufügen, wie jetzt zum Beispiel hier die Pizza, die Mate, den Controller und den Computer. Außerdem hatten wir halt noch ein Problem mit den Farben und zwar wurden die auf dem Display verfälscht angezeigt und zum Beispiel als wir einen Dunkelbraun für den Pizzarand gesucht haben und dann halt die Daten dafür angegeben haben, war es halt ein Neongrün. Deswegen hatten wir auch erstmal ein bisschen Spaß dabei, Farben rauszusuchen. Ganz wichtig ist natürlich, jedes Tamagotchi hat Bedürfnisse. Jedes Alpaka auch. Und zwar einmal Hunger, es muss essen, dafür gibt's Pizza, weil Pizza ist einfach super lecker. Dann hat ein Alpaka sehr oft Durst, dafür trinkt's natürlich Mate, was denn sonst? Und natürlich muss es auch bespaßt werden und dafür nutzt man dann den kleinen Computer. Genau, links oben sieht man, dass dort Anzeigen sind, wo steht Hunger, Durst und Spaß. Diese Hunger und Durst gehen hoch. Wenn es mehr Hunger hat, dann geht die Hungerleiste hoch. Und wenn es Spaß braucht, dann geht die runter. Mit Hilfe der Knöpfe kann man das dann füttern oder bespaßen. Und desto mehr es am Computer hängt, desto mehr muss es essen, weil das ist ja sehr anstrengend. Genau, und da wir jetzt nur ein Wochenende Zeit hatten, ist das noch nicht alles, was ein Alpaka braucht. Ein Alpaka braucht mehr. unter anderem könnten wir uns vorstellen, dass in der Zukunft andere Sachen wie zum Beispiel Herdenfunktion eingeführt wird, dass wenn ein Alpaka in die Nähe eines anderen Alpakas kommt, es sich dann freut und dann glücklich ist und dann länger lebt. Das wäre ganz schön. Genau, und das wären so Vorstellungen für die Zukunft. Ja, und das war unser Projekt und wir sind ganz stolz darauf, dass wir jetzt schon quasi richtige Modelle haben, die man dann auch, mit denen man interagieren kann und hoffen auch, dass wir das vielleicht irgendwann weiterentwickeln können. Und das war erstmal unser Vortrag. Vielen Dank. Genau, geht noch nicht weg. Ich glaube, Liv hat noch eine Frage für euch. Ich interviewe euch erst noch ein bisschen. Ich war gestern kurz bei euch und ihr habt gesagt, eine Sache hat euch richtig, richtig viel geholfen dieses Wochenende. Könnt ihr darüber noch mal ein bisschen reden? Weil das, ihr habt ja schon ein krasses Projekt, ihr habt ja so super, super viel Hardware. Wie habt ihr das alles gemacht? Ja, da waren wir ziemlich dankbar dafür. Das war einfach so genial. Die Idee stand, bevor wir überhaupt wussten, dass das jetzt so möglich war. Also wenn man sich das hier nochmal ansehen kann, dann
ist hier so an Hardware auch schon mal richtig geil vorgearbeitet mit Knöpfen, mit Bildschirm und mit ein paar Sensoren auch noch auf der Rückseite. Das alles haben wir aber jetzt nicht an dem Wochenende schaffen können. Das hat ein anderes Projekt schon vorher gemacht, wo wir ziemlich dankbar waren, dass sie das hier gemacht haben. Und das haben wir dann quasi nur weitergeführt. Und es hat halt wie die Faust aufs Auge gepasst. Und vielleicht können andere Projekte denn mit diesem Gadget halt auch noch funktionieren. Ja, super cool. Also ich glaube, ihr habt es ja nicht nur weitergemacht, ihr habt ja definitiv es genauso benutzt, wie man es benutzen soll. Genau, und das wurde ja auch von unseren wunderbaren MentorInnen, und ich weiß, dass besonders Jaden das ja auch mitentwickelt hat. Genau, und das freut uns natürlich total, dass wir auch wissen, dass man sowas auch in der Zukunft total gut bei Jugendhack-Projekten benutzen kann. Und ihr seid die Ersten, die es richtig ausprobieren durften, und ich finde, ihr habt super gezeigt, was man damit alles machen kann. Also vielen Dank, und ich finde es sehr süß. Dankeschön. Genau, und während jetzt hier rechts von uns auf- und abgebaut wird, erst ab, dann auf, erzählen wir noch mal ganz kurz was zu Jugendhackt für alle, die von zu Hause jetzt zugeschaltet sind und vielleicht noch eine Frage dazu haben, was ist eigentlich Jugendhackt? Ihr seht hier im Bild, falls ihr das gerade seht, steht mit Code die Welt verbessern. Das ist so ein bisschen unser Slogan. Das Alpaka ist das Maskottchen und der Slogan ist mit Code die Welt verbessern. Was bedeutet das denn für dich? Du hast dich ja auch mal als Teilnehmerin davon ansprechen lassen, oder? Mhm. Ich meine, man kann es natürlich immer relativ weit interpretieren, aber ich finde es total gut, dass man einfach so ein bisschen überlegt, brauche ich noch das 10.000. Startup, das irgendwas macht, oder kann ich was machen, wo ich wirklich weiß, das verbessert was in meiner Umgebung, in meiner Schule, bei mir zu Hause, aber also auch Umwelt und sowas natürlich. Aber dass man mal so ein bisschen hinterfragt, so braucht es das wirklich noch? Und aber gleichzeitig natürlich total viel technische Expertise irgendwie lernt. Genau, und das fand ich immer sehr schön. Aber wir haben auch in der HackerInnen-Ethik gelernt, es muss nicht immer alles praktikabel sein. Computer können auch Schönes erschaffen. Da werden wir auch noch später was dazu sehen. Genau, aber das ist erstmal so, wie ich immer mit Code die Welt verbessern für mich interpretiert habe. Bringt das eine Überleitung zum nächsten Projekt schon? Ich habe leider die Notizen nicht. Das heißt Quick Compare. Das nächste Projekt heißt Quick Compare. Und wir finden, es passt sehr gut so ins aktuelle Zeitgeschehen. Ich glaube, wir alle haben irgendwie das Gefühl, alles verbraucht zu viel Strom und wir haben die ganze Zeit total Angst und denken, wie kann man jetzt noch Strom sparen? Wird es alles noch so viel teurer? Was passiert diesen Winter? Und damit hat sich diese Gruppe auseinandergesetzt. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber sie setzen sich damit auseinander, wie viel Strom elektrische Geräte wirklich verbrauchen. Vielen Dank, Quick Compare. Eure Bühne. Hi, wir präsentieren euch heute Quick Compare. Das ist eine App, die wir übers Wochenende entwickelt haben. Daran gearbeitet haben Marius, DJ, Nick, Jonas, Isi, Naomi, Sophia und Luise. Genau. Also, das Problem ist, wir verbrauchen zu viel Strom, aber wissen nicht, welche Geräte dafür zuständig sind. Und das Lösung ist unsere App. Was macht unsere App? Unsere App misst den Stromverbrauch verschiedener Geräte. Zeigt Stromverbrauch anhand eines Diagrammes oder eines Graphens an. Und am Ende der Woche zeigt es durchschnittlich den Stromverbrauch. Wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wir haben das Ganze mit Flutter entwickelt. Dafür benutzt man die Programmiersprache Dart. Außerdem haben wir, um den Strom zu messen, ein USB-Strommessgerät auseinandergebaut und sozusagen gemoddet und das Ganze wurde mit MicroPython geschrieben. Marius hat ja auch gerade dieses Strommessgerät angesprochen und damit habe ich mich beschäftigt. Das Strommessgerät ist basiert auf diesem kleinen Gerät. Es hat ein Display, das kann man an einen Computer anstecken und dann misst es, wie viel Strom durch den USB-Port fließt.
Wir haben das aber, wollten es ein bisschen weiterdenken und haben uns gedacht, könnte man das nicht auch mit dieser App verbinden? Könnte man das nicht auf der App ganz einfach angezeigt kriegen? Und dafür haben wir dieses Gerät auseinandergebaut, haben das Display abgelötet und haben dann die, hier sieht man das Display, haben die Befehle, die von diesem kleinen Gerät an das Display gehen, die haben wir mit dem Mikrocontroller aufgezeichnet und geguckt, zu welcher Zahl das korrespondiert. Und haben diese Zahlen dann auf einem kleinen Server, der auch auf diesem Mikrocontroller läuft, in das Netz gestellt, damit es von der App verwendet werden konnte. Das zeigt die API, die sieht man auch nochmal auf diesem Screenshot. Das kriegt man dann als JSON zurück. Funktioniert nicht. Sieht man dann auf... Es funktioniert. Es ist alles gut. Das ist... die zwei, stimmt. Hier. Ja. Hier sieht man das nochmal als JSON. Wenn dann die Watt, die Ampere und der Volt, der durch das Strommessgerät fließt, werden dann da auch angezeigt in der, und dann können die von der App weiterverwendet werden. Zu der App sagt euch jetzt DJ ein bisschen mehr. Also, diese App habe ich und Marius am meisten programmiert. Diese App war schon hart, könnte man sagen. Und am hartesten war es schon, all die Bearbeitungs- und so eine Sachen zu machen und dann auch den Funk mit dem Programm. Also jetzt, ich gebe Nick weiter und er wird uns eine Demo zeigen. Hier kann man die App sehen, unsere App Quick Compare. Wenn man sie jetzt öffnet, muss man kurz warten. Und dann sieht man schon Steckdose 1. Da kommt dann zum Beispiel von dem Gerät hier die Daten hin und dann wird der Durchschnitt in der Mitte genommen und dann je nachdem, ob es mehr Strom verbraucht oder weniger, geht dann der Balken von grün nach rot. Zudem gibt es dann auch noch die Einstellungen, wo man die Sprache ändern kann, Steckdosen bearbeiten kann, Räume hinzufügen kann und das Theme auf, also auch in Dunkelmode hinzufügen kann. Und man kann alles löschen auch. Das war die App QuickCompare, die wir uns dieses Wochenende, die haben wir dieses Wochenende gebaut. Wir hoffen, dass sie euch allen gefallen hat. Ja, vielen Dank, liebes Team. Ihr habt ja auch super viel mit Hardware gemacht. Und ich sehe auch da hinten, ich sehe zwei Leute, die haben Hardware-Ohrringe. Habt ihr die gerade gemacht? Oder könnt ihr darüber ein bisschen erzählen? Habt ihr schon Hardware-Erfahrung generell in der Gruppe gehabt? Ja, wir haben die Ohrringe gerade gemacht. Das haben wir gelötet. Wir haben da einfach so Lichter genommen und die zusammengelötet und dann mit so einer Batterie verbunden. Ja, also ich hatte davor noch nicht so wirklich Hardware-Erfahrung. Ich auch. Ja, aber voll cool, dass ihr euch dann trotzdem getraut habt, was mit Hardware zu machen. Oft gibt es ja bei Jugendhack so vor allem Software-Projekte, aber cool, dass ihr es irgendwie geschafft habt, so beides zu verbinden in so einem wichtigen Projekt. Genau, auch nochmal bezüglich Hardware. Wir hatten auch dieses Wochenende Unterstützung vom X-Hein, Philipp ja schon gesagt hat. Und wir hatten einen kleinen Makespace mit Lasercuttern und 3D-Druckern. Und genau, da sind ganz viele Sachen entstanden. Und genau, da habt ihr wahrscheinlich auch eure Materialien her. Und wir freuen uns total, dass ihr so ein cooles Projekt gemacht habt. Vielen Dank. Wir wollen uns auch nochmal bei unseren Mentoren bedanken. Ohne deren Hilfe hätten wir dieses Projekt niemals realisieren können. Danke an dir. Nochmal. Außer Timon. Jo, jetzt wird wieder umgebaut und wir sind transparent, wir gehen auch mit Fehlern offen um, deshalb haben wir auch
eben die Info bekommen, wir müssen hier etwas Zeit schinden, weil das jetzt etwas länger dauert mit dem Umbau. Das heißt, wir müssen euch jetzt irgendwie bei der Stange halten. Dabei haben wir nur eine Folie mit ganz vielen Zahlen, die sich selbst erklären. Aber dann lesen wir die einfach mal vor, oder? Also Jugendhack in Berlin dieses Jahr, 22 TeilnehmerInnen. Einige habt ihr schon gesehen, den Rest seht ihr heute noch. 25 Mentorinnen, gerade kam noch mal zurecht der Dank. 8 weitere Helferinnen des ROC, des X-Hein und so weiter. 11 Leute in unserem Orga-Team hier aus Berlin. Wir hatten auch noch 2 Speakerinnen, das heißt, wir haben gestern noch einen interessanten Lightning-Talk gehört. Und dann am Freitag zur Eröffnung ein Keynote von Arne Semsrott von Frag den Staat. Auch dafür vielen Dank. Wir haben 20 Kästen Mate gekauft, die sind noch nicht ganz leer getrunken. Ich muss dazu sagen, wir achten natürlich auch darauf, dass wir alle nicht so viel Koffein trinken. Und es gibt auch viele andere Getränke, also die kein Koffein enthalten und nicht mal Zucker. Ich glaube, verdurstet ist hier auf jeden Fall niemand. Und hier steht 270 negative Corona-Tests. Wir haben natürlich auch hier unter den aktuellen Bedingungen eine ganz kleine eigene Teststraße aufgebaut. Das heißt, jeden Morgen saßen hier die fleißigen KollegInnen vor der Tür und haben in einem selbstgebauten Matrix sozusagen wie in einem Corona-Testcenter ganz professionell hier alle getestet. Und das ist auch die Möglichkeit, die uns jetzt hier die Chance gibt, dass wir das alles zusammen machen. Und genau, das freut uns auch sehr. 9 entstandene Projekte, genau, das ist genau der Stand gerade. Ist da irgendwie ein Buchstabe zu viel entstanden? Nee, ist nicht zu viel. Und das dritte baut gerade auf und sobald der Strom läuft, kriegen wir, glaube ich, ein Signal. Ich gebe zu, als ich gerade auf die Slide geguckt habe, bin ich in Zeilen verrutscht und dachte, es würde 270 Kästen Mate stehen. Ich war ganz kurz verwirrt, aber gut, das ist nur 20 Fahren. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen gesünder. Genau, wir hatten Limits von 2 Mate am Tag. Ich glaube, es hat auch relativ gut funktioniert. Also für, genau, damit ihr auch nachts schlafen konntet. Ich hoffe, ihr konntet gut schlafen. Also ich habe heute noch keine getrunken, weil ich auch sonst zu sehr rumeiere bei der Präsentation. Mehr als jetzt schon. Aber ich glaube, wir sind fertig, oder? Genau. Super. Das nächste Team, wir hatten natürlich nicht nur 9 entstandene Projekte und 270 negative Corona-Tests, sondern vor allem hatten wir eine Sache, die man nicht quantifizieren kann, sondern ganz viel Spaß. Und das hat diese Gruppe aufgegriffen. Jump and Fun, also ein Wortspiel, also Jump and Run. Und wir freuen uns immer total, Spiele zu sehen. Und wir freuen uns, dass ihr uns das jetzt präsentiert. Vielen Dank. Hallo, wir sind Fritz und Livan und unser Projekt ist Jump'n'Fun. Probleme und Fragen. Unsere Idee war es, wie man Spaß haben kann und dabei zu lernen. Und wir wussten nicht, wie man das machen könnte, also haben wir recherchiert ein bisschen. Unser Endprodukt sollte ein Museumsrun sein, wo man lernt. Also man spielt ein Spiel und lernt dabei Sachen. Womit wir programmiert haben, mit Lerf 2D, das ist eine Gaming Engine, mit Lua, ja. So, for Pixel Graphic, I used Pixel Up, it's a good program for getting sprites for many games, which I used first. Next. For testing enemies, we used a slime. It's our first mob, and he acts on the ground. For air, we used a slime and umbrella. He flies on the air and attacks you. And this is the first and main character, Froggy with Shield. Und jetzt eine Live-Demo. So sieht es aus, wenn man das erste Mal ins Spiel reinkommt. Bloß, dass dann hier oben eine 0 steht. Und du hast hier den Namen, dann einen Startknopf und einen Knopf, wo man den Charakter auswählen kann. Wenn man auf den Skin-Knopf drückt, dann kriegt man so eine Liste von allen Charakteren,
wo man dann auf den draufdrücken kann, mit dem du spielen willst. Jetzt zum Beispiel den, die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Also manche können Doppelsprünge, Dreifachsprünge, Fünffachsprünge und so. Dann drückst du auf einen drauf, den du haben willst, drückst die Taste S, um zurück zum Menü zu kommen. Und dann kann man auf Start drücken, um das Spiel zu starten. Und da sind wir auch schon gestorben. Und da, so sieht es dann bisher noch aus. Ja. For how you can see, the game is very rough, but we want to get background, foreground, and more enemies. And getting new abilities for our characters, like an attack with shield, and more information about our enemies and main character. Als ich gestern bei euch vorbeigelaufen bin, war ich sehr beeindruckt, weil du, Ivan, ich wiederhole es gleich alles nochmal auf Englisch, weil du, Ivan, hast total viel Pixel-Grafiken gemacht. I was really impressed by how you did all of those Pixel-Graphics and I asked you if you took them somewhere from the internet. And then you told me that you had never done Pixel-Graphics before and that you just discovered the website. And I'm very impressed. Are you planning on doing more Pixel-Graphics in the future? Yes, I think yes. That's good. And your mentor, Linry, did they help you a lot? Because I know that Linry also does a lot of games. Did that help you, having someone, also hat euch das geholfen, dass ihr jemanden hattet, die schon so mehr mit so Grafik und sowas gemacht habt? Hat euch das inspiriert? Ja. Aber auch, wir hatten auch selber die Idee. Voll gut. Sehr gut. Ich wollte es auch gar nicht so klingen lassen, dass es nicht eure Idee war. Keine Sorge. Ja, vielen, vielen Dank. Genau, zum nächsten Pausen-Umbau-Break haben wir einen Gast auf der Bühne. Katja kommt nämlich jetzt und erzählt uns eben was über das Jugendhakt Lab Berlin. Ich weiß nicht genau, wo du dich am besten hinstellst. Da warte ich kurz auf Info von unserer Regie. Vielleicht einfach hier. Zu dir stellen? Genau, du hast die Bühne. Danke. Hi, ich bin Katja vom Berliner Lab-Team. Und ich würde euch kurz was zu unserem Angebot sagen und warum das auch spannend für euch sein könnte. Im Berliner Lab könnt ihr nämlich ganz ähnliche Sachen machen wie hier. Nur, dass das nicht ein ganzes Wochenende stattfindet, sondern immer eher Workshops sind. Das heißt, es geht immer so 3 bis 4 Stunden. Und genau, wir machen sowohl Workshops für AnfängerInnen und Fortgeschrittene als auch ein Open Lab. Das heißt, da könnt ihr an euren eigenen Projekten arbeiten. Wenn ihr zum Beispiel eure Projekte, die jetzt am Wochenende entstanden sind, weiterführen und weiterentwickeln wollt. Und natürlich haben wir da auch MentorInnen, die euch helfen. Und das Ganze findet bei uns immer im X-Hain statt. Das wurde ja jetzt schon mehrfach erwähnt, in Friedrichshain. Und der kommende Termin ist allerdings bei uns in Kreuzberg im Makespace von Mediale Pfade. Und das ist am 22. Oktober, das könnt ihr euch gerne schon mal aufschreiben. Und genau, geht so von 14 bis 17 Uhr. Ich glaube, das sind erstmal alle Informationen. Da vorne liegen Flyer, nehmt euch gerne welche mit. Und ansonsten findet ihr die Informationen natürlich auch bei uns auf der Webseite. Wir hatten, als wir Freitag einmal für die, die hier sitzen, anmoderiert haben, haben wir auch einmal so ein bisschen versucht zu beschreiben, was Jugendhakt überhaupt ist. Und wir haben ganz am Anfang gesagt, es ist nicht wie Schule,
Und ich hoffe, dass sich das auch bestätigt hat für euch und dass ihr hoffentlich mehr Spaß hattet als in der Schule. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir euch und eure Mentoren, dass wir euch irgendwas beibringen konnten. Und diese Gruppe will aber selber Leuten was beibringen. Die Gruppe Educate bzw. Educate. Wie noch ist eure? Ja, hallo. Wir sind August, David, Konrad, Mathis und Paul. Und wir haben an dem Projekt Educate gearbeitet. Und obwohl das vielleicht so klingen könnte, wir wollen euch nicht dazu auffordern, eure Katze zu essen, sondern es geht darum, etwas beizubringen. Genau. Ja, wir haben es ja jetzt auch durch die exzellente Verköstigung bei Jugendhakt gemerkt. Wir Menschen müssen essen. Und das ist eben so ein alltägliches Problem, weil wo bekommen wir unser Essen her? Und die naheliegendste Lösung liegt heutzutage im Supermarkt. Aber auch im Supermarkt müssen wir uns durch den Tarifdschungel kämpfen, denn es gibt unglaublich viele Preise, es gibt unglaublich viele Labels. Und wer soll denn da noch durchsehen? Genauso wie eine künstliche Intelligenz oder eben Deep Learning Algorithmen, die ja jetzt immer weiter im Vormarsch sind, müssen auch Menschen, um eben Sachen zu wissen, ganz, ganz viele Trainingsdaten sammeln. Wir sind ja quasi auch einfach eine natürliche Intelligenz. Und diese Trainingsdaten kann man ja quasi dann auch als Erfahrung bezeichnen. Und während Leute wie ich, die zum Beispiel ganz gerne kochen, bestimmte Produkte schon sehr, sehr oft eingekauft haben, geht es vielleicht anderen Leuten, die nicht so oft einkaufen gehen, dann ein bisschen schwieriger von der Hand. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel jetzt für mich wäre, Fleisch zu kaufen. Ich bin Vegetarier seit 6 Jahren. Ich werde total ratlos vor dem Regal. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man Menschen möglichst effizient die Daten vermitteln, die sie brauchen, um gut einkaufen zu können. Und da ist eben die Frage, was sind typische, gute, faire Preise für alltägliche Produkte? Was sind vielleicht Alternativen für Produkte und was lohnt es sich oder wie viel Geld sollte man für bestimmte Produktkategorien ausgeben? Genau. Also unser Endprodukt war dann eine Webseite, bei der man bestimmte Produkte nach dem Namen suchen kann. Und von diesen Produkten werden einem dann verschiedene oder die Bio-Label angezeigt und auch der Mindest-, Durchschnitts- und Maximalpreis, sodass man halt selber sehen kann, ob der Preis, der jetzt beim Produkt im Regal ist, auch wirklich fair ist. Die Daten dafür sind aber noch keine echten Daten. Wir haben das erstmal nur mit Testdaten gemacht für die Programmierung. Also man kann auch nicht nach echten Produkten suchen. Jetzt kommen wir zu den Technologien, die wir für die Entwicklung der App verwendet haben. Genau. Ja. Also wir haben SQLite verwendet, da man damit relativ einfach, man kann es einfach installieren und es auch einfach bei GitHub zu deployen. Wir hatten bereits Datenbanken, wo man Daten bekommen hat, die aber ohne Preise waren und wo die Mengen nicht einheitlich waren. Deshalb hat Paul ein Skript geschrieben, Python, womit man eben Produkte importieren kann, das dann auch die Mengen umrechnet, dass das alles einheitlich ist. Genau. Fürs Backend haben wir uns für die Programmiersprache Rust entschieden, einfach weil die Sprache sehr schnelle und sehr zuverlässig auf dem Programm schreiben kann. Und für den Webserver nutzen wir das Framework Rocket und dazu nutzen wir noch SQLX, um die Daten aus den Datenbanken zu holen. Genau, für unsere Website haben wir einfach mal ganz Standard noch HTML, CSS, das CSS-Framework Bootstrap und JavaScript benutzt. Da werden jetzt einige vielleicht den Kopf schütteln, aber es hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Und wir können euch gleich dann mal zeigen, was denn bei der Website jetzt rausgekommen ist. Also hier sieht man dann oben die Suchleiste, wo man das Produkt nach dem Namen suchen kann. Also man gibt den Namen des Produktes ein, klickt auf den Knopf
und dann wird einem halt in so einem Grid da die verschiedenen Produkte angezeigt. Bei den Produkten erkennt man dann zum Beispiel auch, dass bei ein paar schon unter dem Hauptnamen das Label oder halt kein Label angezeigt wird. Und wenn man halt mehr über das Produkt erfahren will, kann man dann auf den Knopf draufklicken und dann werden die Details angezeigt, wie zum Beispiel der Durchschnittspreis. Genau. Wie euch jetzt vielleicht schon aufgefallen sein könnte, ist diese Website noch nicht besonders komplex. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir nicht so viel Zeit hatten, unsere ganzen Ideen umzusetzen. Genau, wir haben uns also auch schon Gedanken gemacht, wie es vielleicht weitergehen könnte mit unserem Projekt. Und zum Beispiel ist die Idee, die Datenbank, die wir eben schon vorher genannt haben, die heißt Open Food Facts, wo wir eben die Daten schon herbekommen haben, die vielleicht noch besser zu implementieren, die Daten besser zu nutzen. Zum Beispiel für Filter, um palmölfreie Produkte zu erkennen oder eben auch vegane, vegetarische Produkte. Natürlich dann auch mehr Produkte. Und wir brauchen natürlich auch noch irgendwie andere Quellen für die ganzen Preise. Also ja, Web-Scraping von Lebensmittellieferdiensten ist da eine Möglichkeit, die jetzt da steht. Man kann natürlich aber dieses ganze System oder die Idee auch noch ausweiten, nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf ganz viele andere Bereiche, wo man sich eben mit Konsumgütern auseinandersetzen muss. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel Technik. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und ja. Und besonders vielen Dank an das Jugend-Hack-Team und besonders unsere Mentoren Leona, Mathis und André. Ohne die wäre das Projekt niemals zustande gekommen. Vielen Dank, dass ihr nochmal klargestellt habt, dass wir nicht eure Katze essen. Einfach wichtiger Hinweis nochmal. Ich glaube, es ist auch einfach zur aktuellen Zeit ein super wichtiges Projekt. Wir haben gestern beim Abendessen passend da ja auch drüber geredet und ich habe es ein bisschen erzählt, dass ich neulich irgendwie einkaufen war und ich habe irgendwie eine Gurke für 2,40 Euro gesehen, wo ich dann irgendwie auch nicht so dachte, so ist jetzt eine Gurke für 2,40 Euro das jetzt wirklich wert, vor allem irgendwie so als Studentin. Und da könnte man es ja mit eurem Tool irgendwie viel besser einschätzen, also super Projekt. Wie seid ihr denn auf Rust fürs Backend gekommen? Das ist ja schon eher vielleicht eine etwas außergewöhnlichere Entscheidung. Die meisten entscheiden sich ja zum Beispiel für Python, also Python ist eher eine Anfängerorientierung oder für alle, aber passt auch für Anfänger. Und Rust ist ja schon eher ein bisschen komplexer. Hattet ihr damit schon Vorerfahrung? Und dann dachtet ihr, stürzt euch da jetzt einfach mal rein. Also das andere, okay. Also ich hab halt in den letzten Monaten sehr viel privat halt mich mit Frühsprache verbracht. Und ich habe halt schon mitbekommen von allen möglichen Ressourcen und Videos und was auch immer, dass das halt sehr beliebt im Serverbereich ist. Und da wollte dann und das ist auch irgendwie logisch, weil es halt sehr schnell ist und gleichzeitig halt so ist, dass man gleichzeitig auch sehr, sehr einfach dafür zu sorgen, dass er nicht ganz abstürzt. Deswegen war es für mich eine offensichtliche Wahl. Natürlich ist es so, natürlich zwingt dann leider, weil das halt sehr, sehr genau zu arbeiten, was halt für so eine Demo wie hier manchmal relativ auch eng werden kann, und zum Glück hatten wir sehr, 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 sehr gute Hilfe, die auch mit denselben Technologien, die wir jetzt genutzt haben, aus zufälliger Erfahrung hatte, kam ich dann recht gut mit Sachen zurecht, warum man das so gut benutzen kann, ist halt, dass man jetzt theoretisch dieses Projekt sehr gut ausweiten könnte und das Backend sollte man eigentlich ohne große Arbeit jetzt auf eine Skala machen können, wo tausende Anfragen pro Stunde ankommen. Das sollte mit einer halbwegs guten Hardware wir das gut hinkriegen, weil einfach Rust so effizient arbeitet. Verrückt. Du hast ja auch gerade gesagt, dass du jetzt zu Hause ein bisschen Rust programmiert hast. Ich weiß, in der Jugend-Hack-Community
Community gibt es dann ja doch einige Leute, die relativ Rust-affin sind. Wenn man euch helfen möchte oder wenn man vielleicht auch Daten beisteuern möchte, zum Beispiel wenn ich einkaufen gehe und denke so, oh mein Gott, heute sind die Gurken wirklich besonders teuer, ist euer Projekt auf GitHub? Könnte ich zum Beispiel irgendwie Daten eintragen? Ist sowas auch noch für die Zukunft geplant? Also aktuell ist es ganz einfach nur eine Datenbank, die da ist. Da kann man natürlich auch, wenn man die richtigen Werkzeuge kennt, damit umgehen kann, auch das direkt eintragen. Natürlich werden da haben wir einfach auch schon drüber diskutiert, zeitlich niemals möglich gewesen, aber wenn das Ganze ausweiten würde, wäre es natürlich eine sehr schöne Sache, das genauso wie Wikipedia zu machen, eine Crowdsourced-Sache zu machen, wo man einfach sagt, wo man die Schnittstelle dann noch Schreibzugriff einbaut. Da muss man den Moderatoren werden, aber auf jeden Fall, das wäre natürlich eine riesen Einstellung, aber dann kann man, natürlich wäre es eine super Sache, wenn man einfach eine Webseite den Edit-Knopf hätte, wo man sagt, hey, ich habe eine Gurke gefunden, die kostet hier 3 €, die ist Bio und Fairtrade die gibt es hier bei Edeka oder bei wo auch immer man ist. Und so kann man dann halt das wäre natürlich optimal, und das war auch unsere Idee. Und wenn wir das Ganze, wenn wir jetzt nur 2 Wochen dafür Zeit hätten, dann können wir es noch einbauen. Super cool, vielen Dank. Ich möchte euch noch auf ein Projekt hinweisen. Vor ziemlich genau einem Jahr waren wir ja auch hier schon in Tüchtig, wurden da vor einem Jahr begleitet von Sandra Trostl, Filmemacherin. Die hat hier ganz viele Teilnehmende, aber auch Mentorinnen interviewt, hat daraus dann ganz tolle Filme geschnitten. Und diese Filme sind zusammen mit einer Umgebung, in der man sie entdecken kann, die Alpaca World. Die ganze Alpaca-Geschichte hat Liv ja schon ein bisschen angeteasert. Deshalb heißt auch diese Welt Alpaca World. Es ist ein 2D-Spiel, kann man sagen, im Browser. Es funktioniert mit Work Adventure, einem Tool, was ja auch zum Beispiel bei CCC-Veranstaltungen oft zum Einsatz kam, jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Wenn ihr auf jugendhack.org Alpaca World geht, könnt ihr euch da durchbewegen, könnt diese Solarpunk-Farm entdecken, also so ein bisschen eine futuristische Idee, die aber sehr ökologisch ist, und könnt da Leute wie Payovo zum Beispiel treffen und andere, die ihr vielleicht auch hier schon gesehen habt, und könnt sozusagen ihnen ein bisschen über die Schulter schauen, was sozusagen ihre persönliche Geschichte und Verbindung mit Jugendhack ist. Das sozusagen als Tipp für alle hier und für alle zu Hause, wenn unser Stream vorbei ist, aber man noch ein bisschen Bildschirmzeit heute am Sonntag reinhauen will, dennoch einfach mal durch die Alpaca World gehen, und man kann sich da auch begegnen. Also wenn da mehrere Leute gleichzeitig online sind, dann kann man auch mit allen Leuten in den Kontakt kommen. Genau, da kann man dann auch, also es gibt so kleine so Sprachräume, kann man miteinander sprechen. Und die Alpaca World ist, finde ich, vor allem sehr schön designt. Also ich finde, wenn man da mal guckt, ich weiß nicht, wie gut man das gerade im Stream sieht, was zum Beispiel oben wird, so ein bisschen so graffitied an so ein Haus. Und sonst ist es, finde ich, auch alles sehr liebevoll gestaltet. Das haben, glaube ich, auch sehr viele MentorInnen mitgemacht. Und die nächste Gruppe hat sich auch so ein bisschen von Gestalten inspirieren lassen. Und genauso wie die Alpaca World irgendwie so eine Ausstellung ein bisschen von Jugendhack-Leuten und der Geschichte ist, so hat diese Gruppe sich inspiriert und das Ganze in 3D gemacht. Und wir freuen uns sehr, eure Gruppe zu sehen. Hier heißt die noch VA-Kunstausstellung, es tut mir leid. Ihr habt euch gerade noch umbenannt, ihr heißt jetzt V-Art. Bühne frei. So, perfekt. Okay, erstmal vielen Dank. Wir sind V-Art. Hier ist Louis, Lou, Alex und Lea. Wir zeigen euch einfach, was wir dieses Wochenende gemacht haben. Die Idee war einfach, so eine VR-Kunstausstellung zu machen, wo Benutzer ihre eigenen Zeichnungen posten können. Es gibt ein Bewerbungssystem mit Swipen, Info über den Künstler oder Künstlerinnen, Copyright und Kamera- und Galeriezugriff. Prozess und Meinung. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Will jemand was dazu sagen?
Okay, auf jeden Fall. Unserem Thema war Kunst und Kultur. Und wir dachten, wir könnten Kunst mit Technik irgendwie verbinden und einfach eine Galerieaufstellung zu machen. Es kam zuerst als eine normale VR-Galerie und dann kam es mehr Ideen, das mit den Swipen, das mit den selber Bilder hochschlagen. Also es waren ganz viel Brainstorm und am Ende war es halt so. Probleme, naja, wir wissen alle, ich glaube Teilnehmer und Mentees können wir, naja, recht geben. Jugendhackt ist nicht nur Alpakas und Mate, es ist auch sehr viel harte Arbeit. Und zum Beispiel wie ich und ich glaube, ein paar Leute hier sind nicht so gut im Programmieren und haben auch welche Probleme. Das war wirklich so ein Rollercoaster, voll Emotionen, voll Stress. Aber am Ende haben wir alle was gelernt, voll coole Leute kennengelernt. Und ja. Also, Probleme waren, die VR-Engine in Unity zum Laufen zu bringen. Es war kompliziert, aber wir haben es am Ende geschafft. Leider können wir keine Live-Demo machen, weil Oculus das nicht erlaubt. Also wir hatten die Kapazitäten dazu nicht. Die Datenbank zu machen war auch etwas schwerer mit PHP. Ja. Ja, PHP war nicht so nett. In der Website hatten wir vor allem auch viele Probleme mit PHP und der Verbindung zur Datenbank. Und dann auch Probleme mit der Datenbank und Verbindung zu Unity. Und auch Probleme mit Unity und der Verbindung zur Datenbank zurück. Und das gleiche mit der Website. Ja, als Tools haben wir Visual Studio Code benutzt. Dazu noch eine Datenbank in einem unbekannten Programm. Dann haben wir noch Unity und Blender benutzt. Genau. Zum Design. Wir haben es bei Unity gemacht und ein paar Sachen vom Blender da reingemacht. Ich mache es mal größer, so könnt ihr es sehen. So sieht es ungefähr aus. Natürlich ist es leer, weil keine Benutzer es noch nicht die Bilder hochgeladen haben. Wie man sieht, da sind 3 Mini-Sofas. Es ist ganz gut gebaut. Da sind Säulen, der Fußboden hat eine ganz coole Textur. Und es gibt sogar eine Rampe und einen zweiten Stock. Also ganz modern hier. Genau, zur Webseite. Da man das hier nicht so ganz erkennen kann, haben wir ein Bild gezeichnet, um es besser darzustellen. Wir haben auch ein Beispiel mitgebracht, und zwar die liebe Liv hat ein Bild gemalt. Das ist das hier. Sie hat uns sich die Webseite angeschaut und wusste erst nicht, was sie tun soll. Deshalb hier die Erklärung. Hier unten kommt man zur Kamera, da kann man die Kamera öffnen und ein Foto schießen oder die Galerie öffnen. Das hier ist ein Projekt für die Zukunft, da kann man vielleicht noch die gelikten Bilder anschauen. Hier oben kann man bei den 3 Punkten dann die Infos anschauen, wer es gezeichnet hat, also in dem Fall die Liv, wann, ich denke gestern Abend, und die Copyright-Infos. Wenn man nach rechts swipet, kann man hier ein Herz sehen, das soll Liken darstellen und das hier nicht disliken, das ist ein bisschen disrespectful, aber ja, genau. Alex, willst du noch was dazu sagen? Ja, gerne. Ich war sehr viel mit PHP unterwegs und dem Uploaden der Bilder. Das macht man hier auf diesem Knopf, den ich gerade nicht zeigen kann wahrscheinlich, weil es außerhalb ist. Wenn man auf den Knopf draufdrückt, kommt man auf eine Extra-Seite, wo man durch seine Dateien browsen kann und ein Bild auswählen kann, was man dann auf eine Datenbank uploadet oder auch selbst ein Foto schießen. Und dann Betonung auf sollte, weil viele Formate werden nicht unterstützt,
hochgeladen werden auf die Website und auf das Unity-Projekt. Achso, okay. Das war so ein Mini-Extra-Projekt. Wie ihr schon davor gesehen habt, ihr habt die Mini-Sofas gesehen. Wir haben die 3D gedruckt und kleine Schlüsselanhänger gemacht. Total niedlich, total schön. Wir dachten, das wäre so eine Art Merch. Und wie gesagt, das war irgendwie der Highlight von die ganze Galerie, wie man da sieht. Ja. Okay, also daher, dass wir nicht Oculus, okay, darf eine Person, wer möchte, einmal ausprobieren. Okay. Ich habe alles konfiguriert gerade. Schon klein, ne? Ja, schon was drauf. Ist richtig rum. Also, ich kann euch erklären, was er sieht. Gerade sieht er wahrscheinlich nichts, aber jetzt sieht er vielleicht was. Er steht jetzt in der riesigen Galerie. Da sah es vielleicht nicht so groß aus, aber es ist sehr, sehr groß. Man ist vielleicht so groß wie die Sofas. Aus irgendeinem, also wir haben schon ein paar Bilder einfach angehängt an die Wände. Er sieht es gerade. Aus irgendeinem Grund ist es Obama geworden. Gibt keinen Grund. Da hängen ganz viele Bilder von Obama. Dann gibt es noch, kann man da runterfallen? Würde ich nicht empfehlen. Und ja, das war's eigentlich. Willst du mal beschreiben, was du siehst? Krieg ich ein Mikrofon? Ich find's super. Also ich sehe hier mindestens 7-mal Obama im Auto. Und da ist Lightning McQueen. Ja, es ist alles ziemlich groß hier drin. Die Sofas sind auch irgendwie sehr verschreckend von der Größe her. Aber sie sehen auch sehr einladend aus. Vielen Dank. Dankeschön. Man hätte dabei sein müssen, oder? Ja. Man hätte dabei sein müssen. Ja, vielen Dank, dass ihr mich als Beispiel genommen habt. Ich glaube, ihr habt meine Zeichenskills leider immer noch besser dargestellt, als sie eigentlich war. Also ich finde, ihr hättet in der Demonstration mir auch ein Dislike geben können. Aber ist schon okay. Ja, super cool. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, dass ihr was mit Virtual Reality machen wollt? Okay. Naja, wir haben so einen Brainstorm gemacht und ich interessiere mich voll da drin und habe das so als Idee vorgeschlagen. Ich habe noch nie damit gearbeitet, aber ich glaube, am Ende ist es ganz cool geworden. Es tut mir leid, dass Sie nichts sehen konnten, was aber versprochen, es ist voll cool. ja, also wie gesagt, es war erstmal diese Galerie-Idee mit dieser VR-Welt. Und dann kamen halt noch mehr Ideen und noch mehr Ideen und noch mehr Ideen. Und am Ende wurde es halt das. Und ja, will noch jemand was dazu sagen? Nein. Super cool, vielen Dank. Kann man, ihr habt ja gesagt, das ist euer Merch. Habt ihr da noch die Datei von? Kann man sich das selber drucken, falls man auch VR-Merch möchte? Naja, ja, wir haben die Datei. Wir gerne, wer ein Mini-Sofa will, kommt gerne zu uns. Die sind total stylisch. Es kommt in verschiedenen Farben. 1,99 €. ja, danke schön. Ja, vielen Dank euch. Super, super ja. Dieses Projekt. Könnt ihr? Ich mach mal einfach mal. Nee. So, Katja kommt wieder auf die Bühne. Es gibt nämlich nicht nur ein Lab, da liegt dein Mikro, sondern ganz viele. Erzähl uns doch mal kurz noch was über die Labs. Darf ich mich wieder zu dir stellen, zu Bitte euch? Bitte doch. Genau, wir haben nicht nur ein Lab in Berlin, wir haben noch 21 weitere Labs bundesweit. Und ihr kommt ja auch nicht alle aus Berlin, deshalb schaut gerne, ob bei euch vielleicht ein Lab in der Nähe ist. Denn auch da gibt es Workshops und Open Labs, wo ihr eure Projekte weiterführen könnt. Und
Genau, falls jetzt jemand hier aus Hamburg dabei sein sollte und denkt, Mensch, in Hamburg gibt es ja noch gar kein Lab. Kleiner Teaser, da wird es ein Lab geben ab nächstem Jahr. Und darüber freuen wir uns sehr. Denn jetzt hoffen wir, dass ihr, egal woher ihr kommt, in der Nähe etwas für euch findet. Super, danke dir. Und eine Frage noch an dich. Wir wollen noch nächstes Jahr nicht nur in Hamburg, sondern wir wollen noch mehr Labs? Oder? Wir wollen noch mehr Labs, aber also... Also man kann sich bei uns melden, oder? Man kann sich bei uns melden. Okay. Aber Hamburg steht. Genau, so, aber wenn jetzt noch jemand eine Idee hätte, einfach mal anrufen oder so, oder? Na, anrufen kann man immer. Perfekt. Ich gebe zu, Bayern sieht natürlich noch ein bisschen leer aus. Also ich wohne zufällig in Bayern, also falls jemand Lust hat, mitzumachen. Genau, wenn man so, ich würde sagen, das nördlichste Lab ist wahrscheinlich Schwerin und das südlichste wahrscheinlich... Ramsburg, ja. Ich glaube, wenn man dazwischen fahren würde, würde man ganz schön müde werden nach einer Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange man da wahrscheinlich fährt. Wahrscheinlich schon so gute 8-9 Stunden, würde ich denken, wenn nicht sogar noch länger. Da wäre es ja eigentlich total gut, wenn man nicht selber fahren müsste, sondern wenn irgendwer zu Hause sitzen könnte und einen vielleicht fernsteuern könnte. Dann könnte ich selber im Auto sitzen, aber vielleicht vertraue ich keinen selbstfahrenden Autos, aber meine Eltern fahren gut Auto, die könnten mich ja einfach ferngesteuert fahren. Und so das Team hat es ein bisschen nachgebaut. Sie haben ein selbstfahrendes Auto, das ist ein ferngesteuertes Auto, das sie das ganze Wochenende selber hergestellt haben. Und genau, sind auch alles erstmal bei JugendTech dabei. Willkommen, Gruppe Selbstfahrendes Auto. Ja, wir haben ein Auto gemacht. Wir sind Marc, Josh und André. Ich habe gemacht Rad in Special Program und 3D-Printer. Zwei Rad ist größer und zwei Rad ist kleiner. Darum zwei Rad ist kleiner müssen drehen. Ja, das ist Karosserie. Unser Auto hat Lenkung und vier Räder. Wir haben das gemacht mit Zeichnung und Lasercutter. Ich war für die Programmierung des, dass sich das Auto bewegt, zuständig. Das haben wir gemacht durch ein ESP32 und ein Motor Shield, glaube ich, heißt das. Und dann haben wir die mit MicroPython programmiert. Wenn man. Ja, also das haben wir dann auf den ESP32 gespeichert und wenn man jetzt auf Boot drückt, dann zuerst anschalten. Also wenn man auf Boot drückt, dann würde man jetzt ein bisschen warten müssen. Das ist nicht fertig programmiert, das fährt jetzt immer nur in eine Richtung, aber da geht der Motor an. Der Motor hier dreht sich dann und dann werde dieses Gummi hier dran befestigt, wodurch sich dann die Reifen drehen könnten. Und hinten ist dann Lichter. Die machen eigentlich gar nichts, aber sie sehen halt cool aus und deshalb haben sie noch hinzugefügt. Ja. Und nach 30 Sekunden sollte es ausgehen. Das sollte jetzt ziemlich gleich sein. Vielen Dank für so eine coole Präsentation, dass wir es auch mal sehen durften. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr vorher schon mal mit einem 3D-Drucker gearbeitet? Nein, ich glaube. Wir haben gemacht nur Räder mit 3D-Drucker und alles mit Lasercutter. Und habt ihr jetzt in der Zukunft, vielleicht wenn ihr nochmal zu JugendHack geht, habt ihr dann wieder vor, was mit dem 3D-Drucker zu machen? In der Zukunft? Ja, also ich finde 3D-Drucker sehr cool und man kann damit auch sehr viel machen. Also ungefähr die Hälfte von dem, was wir hier haben, ist ja 3D-gedruckt und also wahrscheinlich schon. Dann hoffe ich, ihr kommt bald wieder. Und dann, ich glaube, es passt nämlich gut zu der nächsten Slide. Deshalb habe ich, ich hoffe, ihr kommt bald wieder, zum Beispiel zu den nächsten Events in Linz, Köln oder München.
und könnt dann dort vielleicht noch mehr 3D drucken und Lasercutten. Das wäre ja total schön. Genau, willst du noch weiter so was zu den Genau, zeigen? Dankeschön erstmal an euch. Ich habe eben mal nachgeschaut und habe dann auf diese Folie die Anmeldefristen geschrieben. Linz in Österreich findet bereits in 3 Wochen statt und da ist die Anmeldefrist heute um Mitternacht. Also wer da unbedingt hinfahren will, sollte sich heute noch unbedingt anmelden. Köln ist 1 Woche danach. Da endet die Anmeldefrist morgen. Das ist irgendwie sehr individuell also. Und dann haben wir noch München als Event, hast du ja gerade schon gesagt, da habe ich die Anmeldefrist gar nicht draufgeschrieben, weil die irgendwann im November ist. Das heißt, da ist richtig viel Zeit noch. Und dann ist das Jugendhackt-Jahr, was die Events angeht, auf jeden Fall beendet. Wir haben ja von Katja gehört, in den Labs geht es weiter. Und dann irgendwann, wenn wir im neuen Jahr sind, verkünden wir dann auch wieder die Termine für alle anderen Städte nächstes Jahr. Genau. Wir hoffen natürlich, dass uns Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht. Und daran habe ich ehrlich gesagt auch als erstes bei diesem Projektnamen gedacht, Virensimulator. Aber das Gute ist, es sind gar keine Coronaviren, es sind Computerviren, das natürlich sehr viel besser ist. Die Gruppe gibt eine kleine Einschätzung darüber, wie fit man denn eigentlich ist, Viren zu erkennen, was glaube ich wichtig ist, weil wir denken immer alle, wir können es total gut, aber vielleicht klicken wir dann doch auf Links. Genau, und das versucht diese Gruppe uns spielerisch ein bisschen weiter beizubringen. Bühne frei. Genau, wir sind das Team Virensimulator. Wir sind Alex, Arne, Halil, Jakob, Luca, Mario, Steffen, Thomas und ich, Finn. Das Problem, was wir behandelt haben, ist, dass viele Menschen nicht wissen, wie man Viren erkennt und wann man sich halt online was einfängt. Das Endprodukt ist eine Seite, die ein Test ist, sieht man Browser, E-Mail und Explore. Wenn man darauf drückt, kommen verschiedene Sachen, zum Beispiel bei E-Mail, dann sieht man verschiedene Sachen und hier kriegt man meine E-Mail, wenn man sieht zum Beispiel, sie haben 1 Million Euro gewonnen, drücken sie mir auf den Link, so ungefähr, ja. Genau. Wir haben dafür eine Webseite gebaut, wie gerade schon gesagt wurde, mit HTML, JavaScript und CSS. Für CSS haben wir auch das freie Bootstrap-Framework benutzt. Ja, genau. Unser Backend funktioniert mit Python, weil es schnell und leicht zu bedienen ist. Unser Webserver läuft auf Flask, weil es auch einfach zu bedienen ist und simpel. Die Datenbank habe mit SQLite 3 gemacht. Da drin werden Nutzerdaten gespeichert und die Ergebnisse. Ja. Ja, also wir wollen euch jetzt mal ganz kurz eine Live-Vorführung geben. Wenn man auf die Seite geht, hat man halt erstmal so eine Startseite, wo man dann den Test starten kann. Dann kommt man halt hier auf den Desktop, wo man die verschiedenen Icons sieht. Und da wir jetzt wenig Zeit hatten, haben wir nur ein paar fertiggestellt. Ja. Und dann haben wir hier zum Beispiel auf den E-Mails, dass man da auf verschiedene E-Mails gehen kann und dass es da halt auch verschiedene E-Mails gibt, wo es Fallen gibt, wo es Viren gibt, die man sich dann rein theoretisch runterladen könnte. Und da wird einem auch gesagt, wann man da einen Fehler gemacht hat.
und dann nach einer bestimmten Zeit kommt man dann auf eine Endseite. Nach 1,5 Minuten. Ja. So, hier sieht man auch noch mal verschiedene Sachen. Also wir spulen jetzt mal ein bisschen vor, dann kommt man am Ende halt auf die Endseite, wo einem dann gesagt wird, wie viele Viren man sich eingefangen hat, wie viele Cookies man hat und auch wie viele Phishing-Attacken man zum Opfer gefallen ist. Und wir hatten jetzt hier in dem Beispiel 3. Genau, Ausblicke in der Zukunft wären natürlich noch mehr Apps, weil es gibt ja verschiedene Arten, wo man so ein paar Viren bekommen könnte und das dann auch auf einem Server zu hosten, sodass man das einfach frei im Internet machen könnte und ein bisschen sicherer noch das Ganze. Genau, zum Schluss bedanken wir euch fürs Zuhören und auch bedanken wir uns bei unseren Mentorinnen Gabriel, Timo und André, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und beim gesamten Jugendhack-Team. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja schon ganz schön ein angsteinflößendes Thema, kann ich mir vorstellen, für viele, wenn jetzt so eure Eltern oder eure andere erziehungsberechtigte Freunde, Verwandte zu Hause sitzen. Die denken dann so, oh, das ist ja Jugendhackt. So denken, glauben die, so muss man so mehr über Viren sprechen und über Hacken. Was denkt ihr? Ist das wichtig, dass man darüber noch mehr aufklärt? Also ich glaube, wir denken auf jeden Fall, weil heutzutage ist ja alles vernetzt oder sehr viel und es wird immer mehr. Und da kommen auch immer mehr Möglichkeiten, wo man sich sowas reinziehen kann. Und gibt es was, wo ihr denkt, so da kann man... Vielleicht, wenn man selber sich nicht so sicher ist, ob das ein richtiger Link ist oder sowas, habt ihr irgendwie so einen kleinen Tipp, womit man sich bei irgendwas gucken könnte, ob das wirklich stimmt? Bei E-Mails einfach warten. Wenn es wichtig ist, wird es ja wahrscheinlich nochmal irgendwann kommen. Das stimmt total. Und oft ist es ja zum Beispiel auch, dass es so kleine Rechtschreibfehler gibt oder sowas, wenn man auf den Link, dass es dann vielleicht Google mit EL oder sowas ist statt LE oder sowas. Genau, so, auf sowas kann man ja auch mal total gut achten. Aber voll gut, dass ihr das nochmal gesagt habt. Dann sind wir jetzt, glaube ich, alle ein bisschen schlauer und klicken hoffentlich nicht auf so viele Links. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich mir meinen Kollegen Nils mal auf die Bühne, der sich ein Mikro da am Tisch holt und euch jetzt was über unsere erste Jugendhack-Konferenz erzählt. Ja, sehr gerne. Genau, also das hier ist ja einer unserer Hackathons, das klassische Event von Jugendhackt. Ihr habt auch schon gehört, es gibt Labs bei uns, 22 in ganz Deutschland. Und mit dieser Konferenz wollen wir im Grunde ein neues Format starten. Und das Ziel ist so ein bisschen, dass wir euch, also unsere Jugendhack-Community, Menschen zwischen 14 und 25 Jahren versammeln, um über Themen zu diskutieren, die wir für wichtig halten oder die auch ihr selbst immer wieder als Thema habt in euren Projekten. Und das werden wir tun am 17. und 18. November in Dresden auf der ersten Konferenz, die wir mit dem Titel Beyond Code haben. Und da könnt ihr immer noch teilnehmen. Die Anmeldung läuft. Vom 17. mittags treffen wir uns zusammen mit insgesamt 80 Leuten in den technischen Sammlungen in Dresden und werden dann diskutieren bis zum nächsten Nachmittag. Und es geht darum, Forderungen aufzustellen, die wir an die Politik übergeben wollen. Und wir haben zwei ganz wichtige Themenbereiche, in denen es jeweils dann Diskussionsgruppen gibt, die am Ende Forderungen erarbeiten. Und das ist zum einen digitale Bildung oder zeitgemäße digitale Bildung, weil wir gemerkt haben, gerade durch Corona, dass in Schulen digitale Bildung noch einen ganz, ganz kleinen Stellenwert hat, viel kleineren, als wir eigentlich finden, dass es das haben müsste. Das heißt, wir haben Expertinnen eingeladen, die mit euch gemeinsam diskutieren werden und Forderungen erarbeiten werden, wie zeitgemäße digitale Bildung vor allem in der Schule, aber auch im außerschulischen Bereich aussehen soll.
Und das zweite große Thema, um das es gehen wird, ist künstliche Intelligenz. Einfach weil das ein Bereich ist, in dem es mittlerweile ganz viel Entwicklung gibt und das sehr prägend sein wird auch für die nächsten Jahre. Jetzt gerade wird im Europäischen Parlament eine Verordnung erarbeitet, die European Artificial Intelligence Act genannt wird und wo sozusagen festgelegt wird, wie künstliche Intelligenz in Zukunft auf dem europäischen Markt eingesetzt werden kann und darf. Und das findet so da statt und es braucht eigentlich eine breite öffentliche Diskussion und die gibt es nur zum Teil und Jugendliche haben da mal ganz wenig zu sagen zu, obwohl ihr diejenigen seid, die vor allem dann in dieser Zukunft leben werden, in der eben künstliche Intelligenz ganz selbstverständlich oder auch nicht eingesetzt wird. Von daher meine Einladung, unsere Einladung an euch, nehmt teil an Beyond Code vom 17. bis 18. November. Ihr könnt euch über unsere Webseite anmelden. Wie immer bei unseren Events ist die Anfahrt kostenlos, die Übernachtung, die Verpflegung. Es wird, glaube ich, auch einfach Spaß machen, dabei zu sein. Ihr seid herzlich eingeladen und ja, wir haben die Altersgrenze ein bisschen angehoben. Also es ist nicht mehr nur Jugendliche, sondern junge Menschen. Also bis 25 seid ihr herzlich eingeladen. An alle zu Hause, die jetzt denken, oh, da würde ich aber auch gerne teilnehmen. Ihr seid auch herzlich eingeladen. Allerdings müsst ihr die Anreise und die Übernachtung selbst bezahlen. Ihr könnt euch aber trotzdem genauso anmelden über die Webseite. Und wir freuen uns auch über Erwachsene, die sich für diese Themen interessieren und die sich vor allem auch für jugendliche Perspektiven auf diese Themen interessieren. Ich glaube, das war es soweit. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne dann nach der Präsentation zu mir kommen und ich erkläre euch gerne, was wir genau vorhaben. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Na, wäre ja, ich war noch nicht so weit. Oh. Wäre ja eigentlich auch ganz schön, wenn man vielleicht welche von euch wieder sieht. Also ich bin wahrscheinlich auch da und das ganze Berliner Team ist natürlich auch da. Genau, und eins der Themen ist ja Digital Literacy, wo es ja einerseits darum geht, irgendwie, wie kann man Bildung auch mit Technik verknüpfen, aber auch so, wie kann man gut über Technik lernen und wie ist das sinnvoll, wie klärt man darüber auf, was gibt es für gute Dienste, einfach solche Sachen, die man irgendwie in der Schule leider selten noch irgendwie bespricht, wie sollten LehrerInnen ausgebildet werden, wie digital sollte unser Unterricht sein? Diese ganzen Fragen fallen auch alle unter Digital Literacy. Und damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt, die Gruppe Learn It, die eine Online-Plattform zum digitalen Selbstlernen entwickelt hat. Und genau, besonders herausgesprochen ist, sie haben ein sehr, sehr schönes Werbevideo und ich glaube, darauf freuen wir uns jetzt alle schon, die es gestern schon gesehen hat. Also viel Spaß und genau, Bühne frei. Hallo Leute, unser Projekt heißt Learn It und die Slogan dazu ist Make the Past You Proud. Es heißt so, weil die Vergangenheit du war schlechter in so ein Fach oder sowas und jetzt bist du besser in diesem Fach und jetzt ist der vergangene du proud of dich. Oh Mann, schreiben wir schon einen Test, aber ich habe gar nicht verstanden. Was soll ich jetzt machen? Hey, kennst du die Website Learn It? Nein, was ist das? Komm, ich erkläre es dir. Learn It ist eine Website, die Lernvideos hat, digitale Arbeitsblätter, digitale Nachhilfe, Online-Konferenzen und am besten eine Online-Community. Oha, das ist zu gut, um wahr zu sein. Kostet es bestimmt teuer, oder? Nein, ist es nicht, weil wir verlassen uns auf die Spenden unserer Benutzer. Oha, das ging dann voll cool an. Learn It, make the past you proud. Unser Team ist, besteht aus vier Leuten. Millie, die leider heute nicht da ist. Sie ist gestern früher gegangen. Ich glaube, sie hatte Bauchweh. Die andere Person, die auch in die Video war, heißt Bao. Sie hat den Frontend gemacht. Oh, und ich habe vergessen, Millie hat den Layout gemacht. Myla hat sich um das Design gekümmert und außerdem unser Branding gemacht. Und Laura hat den Backend gemacht. Die Technologien. Frontend. Wir haben HTML benutzt, CSS, Bootstrap und JavaScript.
Die Tools, welche wir fürs Backend benutzt haben, waren Node.js, Express und SQLite für die Datenbank. Das Problem, also den Grund, warum wir darauf gekommen sind, ist, weil ihr wisst alle, wie es sein ist, wenn die Lernenden sehr schlecht etwas erklären. Und wenn ihr zum Beispiel einmal Mathe verpasst, versteht ihr gar nichts. Ich meine gar nichts. Und die Unterrichtsstoff vor Test wiederholen. Man muss immer manchmal so ein YouTube-Video an die letzte Minute vor der Test schauen, um halb und alles zu verstehen. Aber man kriegt immer noch so ein 3-4. Und ja, deswegen haben wir das erstellt, damit es leichter sein ist, ja, um zu lernen. Unsere Lösung ist auf dem Video. Es gibt Lernvideos, digitale Arbeitsblätter, die sehr gut für die Bäume sind, digitale Nachhilfe, Online-Forum und ein Netzwerk für Veranstaltungen, so Events. Genau, das lässt sich auch ganz gut unter dem Wort Open Educational Resources zusammenfassen, denn wir wollen kostenlos sein und für alle zugänglich und wie auch im Video erwähnt, wollen wir dann uns mit Spenden finanzieren. So, jetzt haben wir eine kleine Live-Demo und zwar, viele Sachen haben wir geplant, wir hatten jetzt nur ein Wochenende Zeit und haben deswegen den Fokus darauf gelegt, Arbeitsblätter zu teilen. Und jetzt haben wir hier immer dieses Beispiel. So. Also, ich bin jetzt in der Rolle einer Lehrperson und möchte zum Beispiel ein Arbeitsblatt hochladen zum Thema Politik. So. Das gehört zum Fach. Ja. Gibt's nicht, okay. Dann sind wir mal kreativ. Und jetzt wähle ich noch diese Datei aus. Die Datei wurde nun von dem Backend, von unserer Anwendung verarbeitet. Und wir haben einerseits sie kategorisiert, also mit Hilfe des Fachs jetzt nicht ganz richtig, da müssen wir auch nochmal dran, dass Lehrer da, wenn sie einen Fehler machen, dass wir das vielleicht mit einer KI vielleicht erkennen können. Auf jeden Fall wurde das jetzt kategorisiert in unserer Datenbank. Und als nächstes kann man die Datei runterladen. Genau. Das ist jetzt ein Link zu unserem Server und in Zukunft werden wir da auch noch ein Frontend davor bauen, damit man das auch als User tun kann. Einen Moment. Wo ist meine Maus? Die Maus. So. Außerdem haben wir auf unserer Webseite Kategorien für jedes Fach. Und dann kann sich der User am Ende aussuchen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Arbeitsblatt für das Fach Englisch auswählen, dann sucht man sich das hier an der Seite raus und kann dann die entsprechenden Arbeitsblätter dazu sehen. Das war jetzt natürlich nicht alles, was unsere App am Ende haben soll. Unsere Ziele sind es noch, Videos einzubetten, ein Forum zu bauen, sowie einen Kalender für Events, wie auch zum Beispiel Jugendhackt, weil Informatik ist auch ein Unterricht, den man nicht vernachlässigen sollte, meiner Meinung nach. Und genau, den wollen wir auch noch da umsetzen. Und ja, das war unser Projekt Learn It, Make the Past You Proud. Vielen Dank für eure schöne Präsentation, besonders für schöne Video. Das war, ich glaube, es hat alle sehr happy gemacht. Und ihr habt eine sehr coole Energie, ihr habt es sehr gut verkauft. Genau, sowas könnt ihr auch eine Idee sein. JugendHackt hat ja auch OERs, also Open Educational Resources. Zum Beispiel welche von Bleeptrack, einer Künstlerin, wo man... Hört man mich? Jetzt? Oh, sorry.
Genau, zu so generativer Kunst, aber ja auch noch einige mehr. Vielleicht kann man das ja auch in der Zukunft verbinden. Und während der Pandemie, ich weiß noch, ich bin auch zur Schule gegangen und ihr seid ja auch noch beide in der Schule, haben wir auch gestern ein bisschen drüber geredet. Es gibt ja so viele Plattformen, aber so, ihr habt jetzt ja eine, die, sorry, ihr habt jetzt ja eine, die alles zusammenbringt. Also ich fand das immer so nervig, ich musste auf Moodle für Arbeitsblätter irgendwie gehen und dann auf Big Blue Button für Videokonferenzen. Und eure Idee ist es dann ja, dass man alles auf einer Website hat, richtig? Unsere Webseite ist nicht direkt für den Unterricht, den Live-Unterricht vorgesehen gewesen, sondern auch, weil wir so Frontalunterricht vielleicht gar nicht, also das haben wir eher kritisiert am Anfang, sondern eher für das selbstständige Nacharbeiten zu Hause. Aber die Foren können dann auch als Austausch dienen und da kann man dann auch noch Fragen stellen. Ja, voll gut, vielen Dank. Bevor wir jetzt, glaube ich, zum letzten Projekt für heute kommen, die Bitte um Spenden. Nicht unbedingt, wenn ihr hier direkt seid, sondern vor allen Dingen, wenn ihr euch zuschaut. Wir ahnen und hoffen, dass da viele Eltern, viele Freundinnen, viele Leute zu Hause dabei sind. Jugendhakt ist kein Firmenprogramm. Jugendhakt, ich bin nicht so sicher. Hört man mich eigentlich? Es fällt immer so ein bisschen aus, deshalb lasse ich mich stören. Gut, Jugendhakt ist ein Programm von zwei Vereinen und bundesweit von ganz vielen Organisationen, unterstützt von sehr viel ehrenamtlicher Arbeit. Damit wir das machen können, brauchen wir leider auch ein bisschen Geld. Das heißt, wenn ihr auf jugendhakt.org/spenden geht, findet ihr ganz verschiedene Sachen, wie ihr uns unterstützen könnt. Eine Einmalspende ist total super. Eine Dauerspende ist noch viel besser, weil dann können wir damit ein bisschen planen. Wenn ihr in einer Firma arbeitet, die denkt, wow, wir könnten vielleicht irgendwie Jugendhakt Geld geben, dann meldet euch uns auf jeden Fall auch bei uns, bei meiner Kollegin Anne. All das findet ihr unter diesem Link. Und diese Spenden und diese Partnerschaften ermöglichen uns, dass wir auch diese Events und Labs immer weitermachen können. Deshalb schaut da mal in euch, bald ist ja auch wieder Weihnachten, schenkt doch mal uns was Schönes. Genau, Aktivismus geht ja so in beide Richtungen. So, wenn man was besonders gut findet, dann kann man spenden. Wenn man was besonders schlecht findet, kann man gut demonstrieren. Und das hat die nächste Gruppe sich ein bisschen zu Herzen genommen. Das Demo-Alpaka, heißt ihr so? Okay, ich wusste den Namen noch nicht, sorry. besonders wichtig war Ihnen eine datensparsame App zum Demos verwalten, weil ich glaube, viele, oder ich meine, es ist einfach ein allgemein bekanntes Problem, dass es oft auf Demos zu Gewalt kommt und zu nicht so schönen Situationen und vielleicht möchte man dann damit nicht unbedingt assoziiert werden, falls man in einem ruhigeren Teil war und man möchte vielleicht nicht, dass es öffentlich im Internet steht, auf welchen Demos man war, das ist ja schon eine sehr persönliche Sache. Und damit hat sich diese Gruppe auseinandergesetzt. Viele frei. Ja, genau. Also wir sind, wie schon angekündigt, die Gruppe Demo Alpaka. Und die Problemstellung, mit der wir uns... Danke. Also genau. Also erstmal, wie ist unser Vortrag aufgebaut? Wir fangen an mit der Problemstellung, die wir lösen wollten, die ja schon ein bisschen angerissen wurde. Dann mit der Lösung, also mit Ideen, die wir dafür hatten, mit dem Konzept, was es am Ende geworden ist, beziehungsweise was der Plan ist. Dann haben wir einen kleinen Prototypen, wie es momentan aussehen würde, dann welche Technologien wir benutzt haben, was für Gedanken wir uns zur Sicherheit gemacht haben und einen kleinen Ausblick zum Schluss, was man noch an Funktionen einbauen könnte. Also die Problemstellung erstmal ist halt, dass man Demo-Termine meistens aus irgendwie x verschiedenen Quellen zusammensucht, also irgendwie hier ein Chat, dann da noch irgendein Ding auf Instagram, Twitter, wo auch immer. Und ja, da haben wir uns überlegt, dass das vielleicht gut wäre, ein bisschen zusammenzufassen, um es ein wenig übersichtlicher zu machen. Dafür wollte man eine App entwickeln, die möglichst datenschutzkonform eben die ganzen sammelt und noch ein paar mehr Dinge macht, die wir dann auf dem Weg so ein bisschen drauf gekommen sind. Zum Beispiel eine Funktion zum digitalen Flyer verteilen oder weitere Informationen verteilen. Dann eben der Demokalender für die Zusammenfassung von den Terminen und auch noch eine Sammlung von Demosprüchen, zu denen man dann auch selbst welche hinzufügen kann. Genau. Das Konzept dabei ist für den Demokalender erstmal, dass wir eine öffentliche Datenbank haben, die offen einsehbar ist mit den
Veranstaltungsterminen. Die sind ja eigentlich von Anfang an auch offene Daten, von daher sind die einfach frei verfügbar, nur eben hier ein bisschen übersichtlicher zusammengefasst dann. Eingetragen werden die Veranstaltungen von den Gruppen oder Menschen, die diese organisieren. Die haben dann einen Account, der... Also die Idee ist dann quasi, dass sie auf die Menschen, die dann jeweils die App hosten, zukommen und darüber dann einen Account bekommen, um schon eine Verifikation zu haben, dass es auch die Leute sind, die es organisieren, die es eintragen und die Daten dementsprechend stimmen. Für die digitale Flyer-Verteilung ist die Idee, dass die App dafür benutzt werden kann, irgendwie in einem Umkreis weniger Meter Informationen an andere Leute, die zum Beispiel diese App haben, verbreiten zu können. Also quasi wie ganz normale Flyer. Und da ist das Besondere, dass die Daten, die verteilt sind, quasi nichts mit dem Server zu tun haben, sondern nur lokal in der App liegen und von anderen ausgelesen und dann auch wieder weiterverbreitet werden können. Genau, und jetzt haben wir eine kleine Demo dazu. Genau, also wenn man die App startet, kommt man auf ein Eingabefeld, wo man einen PIN eingeben muss, weil wenn die Daten offen auf dem Handy gespeichert werden, wäre es doof. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr kommt in eine doofe Situation rein, die Polizei möchte euer Handy auslesen und bevor jetzt irgendwie was passieren kann, dass die Daten rauskommen, könnt ihr einfach auf Löschen drücken. Dann wird einfach alle Daten von der App gelöscht. Normalerweise könnt ihr aber glücklicherweise den PIN eingeben und dann, seht ihr eure Daten, also welche Demos in eurem Umkreis sind, je nachdem, was ihr für einen Filter eingestellt habt. Natürlich habt ihr auch, wenn ihr swiped, ein Einstellungsmenü. Und als Beispiel für eine Demo, die von einer Organisation öffentlich verbreitet wurde, können wir zum Beispiel Preis runternehmen. Und jetzt für eine Demo, die halt lokal gehostet ist, also von lokal irgendjemandem erstellt wurde und als Flyer verteilt wurde, haben wir unsere Mathe-Demo hier. 16.30 Uhr vorm Kühlschrank zum Beispiel. Genau. Noch zu den Technologien. Als App haben wir Flutter genutzt. Problematisch war, wir haben sehr, sehr lange an unseren Konzepten und so weiter getüftelt. Das heißt, wir haben dann erst ab der Hälfte des Events, wo wir schon programmieren, also ab der Hälfte der Programmierzeit des Events angefangen zu programmieren. Und da ich noch nie was mit Flutter zu tun hatte und auch nie was mit Klassen zu tun hatte, war das sehr lustig. Deswegen sind wir leider noch nicht sehr weit gekommen. Für den Server im Hintergrund haben wir Pocketbase genommen. Damit haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Das ist aber im Vergleich zu Flutter dann doch ein wenig sehr einfach. Ist ja quasi eine recht schnelle Lösung, um einen Datenbankserver mit einer API recht schnell aufsetzen zu können und zu nutzen. Zur Sicherheit. Die Daten, die dort anfallen könnten in der App oder allgemein in Apps, sind sehr, sehr sensible Daten. Und einfach nur, weil wir nicht wollen, dass irgendwas mit den Daten passieren kann, haben wir sehr, sehr doll auf Datensparsamkeit geachtet. Genau, die gespeicherten Daten sind, für den Client verschlüsselt, auf im Client Kach, Filter, lokale Veranstaltung. Und auf dem Server sind es die Accounts von den Organisationen, da die E-Mail, das Passwort natürlich gehasht und ein Anzeigename. Weiterhin gibt es ja auch noch die offenen Veranstaltungen. Dort wird nur der Titel, Datum, Ort, Card, also halt alles, was halt öffentlich zugänglich ist, gespeichert und ist für jeden zugänglich. Trotzdem wollen wir auf Datensparsamkeit achten und vergangene Veranstaltungen löschen. Das heißt, wenn eine Veranstaltung einen Tag her ist, wird sie gelöscht. Ja, dann haben wir uns auch noch ein bisschen Gedanken gemacht, was denn mögliche Angriffsszenarien auf die App oder das System drumherum sind, um die man sich Gedanken machen könnte. Das eine kann sein, dass ein Account von Menschen, die dann Veranstaltungen eintragen können, übernommen wird. Wie auch immer, gehen dann irgendwie E-Mail und Passwort verloren.
Und die fangen dann irgendwie an, komische Sachen einzutragen. Deswegen soll es dann ja möglich sein, Veranstaltungen bzw. Accounts auch reporten zu können. Die werden dadurch nicht direkt gesperrt, sondern einfach, es gibt eine Meldung und dann kann jemand drauf gucken und dann eben entscheiden, ist das jetzt etwas, was von dem Account kommt oder nicht, und ja, das eben verifizieren und entsprechend handeln. Eine weitere Möglichkeit, um überhaupt die Accountübernahme ein bisschen ja, zu verhindern oder auf jeden Fall zu erschweren, das überhaupt zu schaffen, wäre Two-Factor Authentication. Das heißt, dass dann E-Mail und Passwort alleine gar nicht mehr ausreichen, um überhaupt in den Account zu kommen, sondern dass man zum Beispiel erst noch Zugriff auf die Mail braucht, um dann zu verifizieren, ja, ich melde mich gerade an. Eine andere Gefahr ist noch, dass also Spam, zum Beispiel wenn jetzt ein Account übernommen wurde, dass jetzt ganz viele Veranstaltungen eingetragen werden und die App damit gar nicht mehr nutzbar wird, sei es, weil die Liste zu voll ist oder die Daten, die vom Server geholt werden, einfach zu viele werden. Da wäre dann eine Lösung, dass man serverseitig Rate Limits einbaut. Das heißt, dass jetzt von einem Account zum Beispiel nur 10 Veranstaltungen pro Tag eingetragen werden können, was ja vor allem bei sowas schon ein recht hoher Wert ist. Die Flyer-Funktion könnte prinzipiell auch zugespammt werden. Da könnte man ja auch ein bisschen was mit Rate Limits machen, um es auf jeden Fall zu erschweren. Ja, da würde man dann auf die Bluetooth-Macs gucken, dass halt appseitig nicht so viele Daten von einer Mac kommen und dass das irgendwann einfach ignoriert wird. Und das letzte Szenario noch. Wir gehen davon aus, irgendjemand hat den Server. Wir wissen natürlich nicht, ob die Logs wirklich gut machen. Und aus dem Grund wollen wir das alles mit einer Verbindung übers Onion-Netzwerk führen. Genau, zum Ausblick. Wir wollen dann Peer-to-Peer-Sharing machen, also dass man die Veranstaltung und Flyer halt Peer-to-Peer über Handys sharen kann, via zum Beispiel QR-Code oder so. Und die Demosprüche-Sammlung, also eine Art von Dating-App für Demosprüche. Samt Voting, und am Ende des Monats kriegt ihr dann raus, welche die besten Demosprüche sind. Natürlich könnt ihr die auch noch suchen, wenn ihr auf einer Demo die Demosprüche nicht verstanden habt und sie machen trotzdem rufen wollt. Und natürlich haben wir unser Projekt ganz agil und toll gemacht, und das ist alles. Das ist ein sehr gutes Konzept. Ja, vielen Dank, liebe Demo-Alpakas. Wollt ihr noch einmal drauf drücken? Auf das Dings wieder? Dankeschön. Ja, super cool. Ich freue mich sehr auf die Mathe-Demo. Wann findet die statt? 16:30 Uhr. Können wir sie ein bisschen vorverlegen? Wäre möglich. Okay. Da müsste man jetzt mobilisieren, aber vielleicht geht das ja auch über die App, oder? Demo fängt früher an. Ja. Okay, cool. Wär vielleicht ganz cool, weil ihr wart sogar schon die letzte Gruppe, und ich kann mir vorstellen, dass leider relativ viele jetzt bald schon los müssen. Ich weiß zumindest, hier startet gleich schon der Abbau. Es ist dann doch relativ viel dekoriert worden hier. Ich glaube, der Abbau dauert dann doch etwas länger. Also wahrscheinlich 16:30 sind wir noch hier, aber bei Demos will man, dass viele Leute kommen. Genau, vielleicht stellen wir uns dann gleich mal um den Mate-Kühlschrank. Ja, vielen Dank für so eine coole App, und ich finde es total wichtig, dass ihr auch so auf diesen Datensparsamkeitsaspekt geachtet habt. Ich finde das total wichtig. Und einfach cool, dass ihr euch dafür so mit damit so viel auseinandergesetzt habt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir sind hier schon quasi jetzt am Ende. Wir würden, glaube ich, nochmal allen, die zu Hause zugucken, die Botschaft mitgeben: Das war's. Verbreitet die Nachricht weiter, wenn euch das interessant vorkommt, dann erzählt es weiter. Sagt allen, die ihr kennt, oder wenn ihr selber in der Zielgruppe seid, guckt euch doch Jugendhakt einfach mal an. Wir haben das hier alles jetzt aufgezeichnet. Das findet ihr dann, wenn es fertig ist, relativ bald auch bei uns im Internet. Könnt euch das nochmal angucken, könnt das nochmal weiter verschicken. Wir verlinken dann sozusagen das Video von eurem Projekt und noch, wenn ihr Code hochgeladen habt, alles zusammen dann bei uns auf jugendhakt.org. Und ansonsten? Ja, wenn ihr jetzt im Jugendhackt-Fieber seid, dann noch kleine Erinnerung, könnt ihr euch noch in Linz in Köln anmelden. Genau. Und München. Dann, und München, stimmt. Genau, und sonst könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter, Insta, Facebook, YouTube und chaos.social folgen. Überall eigentlich. Nur TikTok noch nicht. Aber, vielleicht hat von euch ja auch jemand mal Bock, unseren TikTok-Account zu machen, dann sprecht uns an, dann haben wir vielleicht demnächst einen. Es wurde auch.
Hamburg hat einen, also wenn ihr, genau, das steht da nicht drauf, aber Jugendhack Hamburg hat einen TikTok-Account, den könnt ihr euch auch angucken. Hamburg ist extrem super. Hamburg ist überall. Berlin ist aber auch toll und da machen wir jetzt, glaube ich, die Schleife dran. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt mal von allen, die uns zuschauen. Ich würde sagen, ihr bleibt noch kurz sitzen, dann können wir noch, wenn das Internet wieder aus ist, sozusagen unter uns noch ein paar Worte reden, bevor ihr aufsteht und dann machen wir Schluss. Genau.